Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Tech Battle Folge Nummer 35. Und falls ihr jetzt wundert, warum ich so komisch klinge, ja, das liegt ganz einfach daran, dass meine Stimme erst mal wieder so langsam vorkommt, denn in den letzten Tagen war sie irgendwie komplett oder zu 80% weg. So richtig sprechen konnte ich nicht. Und ja, jedenfalls legen wir los mit dieser Folge. Ich wünsche viel Spaß und los geht's! Ja, was es zu gewinnen gibt, erfährst du in der Folge Nummer 33. Und wer hat es in die heutige Folge geschafft? Und das sind Rico, Jonas, Gregor und Dennis. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für die Teilnahme und wir legen los mit dem Setup von Rico. So, Setup Nummer 1 geht schon mal richtig gut los mit einer sehr schönen Beleuchtung in Kombination mit dem weißen Hintergrund und natürlich auch den beiden Acer 24 Zoll Displays. Diese werden betrieben von einem MacBook Pro Retina 15 Zoll in der linken Ecke relativ gut versteckt. Außerdem sehen wir, die Monitore befinden sich auf einer Alex Monitor Erhöhung bzw. Halterung, wie man das Ganze auch bezeichnen möchte. Und davor sehen wir dann noch die Corsair Strafe RGB Tastatur Logitech G502, also ein SteelSeries Mousepad. Ja, auf jeden Fall sehr gut gemacht, Kabelmanagement, Beleuchtung und auch die gesamte Arrangierung der Hardware und die Monitorerhöhung in Kombination mit der Beleuchtung gefällt mir schon mal richtig gut. An diesem Setup habe ich im Grunde auch nichts dran auszusetzen und damit machen wir weiter mit dem nächsten Setup und das ist das von Jonas. Das Setup von Jonas besteht aus einer bunten Mischung von Razer als auch Speedlink. Wir sehen hier die Razer Black Widow Tastatur und dazu zum Beispiel die Speedlink Dekus Maus. Wir sehen außerdem noch einen Razer Kraken 7.1 Chroma Kopfhörer bzw. Headset und ja, dann sehen wir natürlich auch noch den 24 Zoll Monitor von Acer. Was halt hier wirklich irgendwie gar nicht zu sehen ist, ist halt ein PC bzw. Notebook. Aber wenn man mal hinter dem Monitor schaut, sehen wir hier ein Notebook verstaut. Und das Notebook ist ein Lenovo Gaming Notebook. Und darin verbaut ist ein i7 Quad-Core mit 2,5 GHz, eine GTX 860M und 16 GB Arbeitsspeicher. Kabelmanagement ist von dem, was ich so sehe, auch wirklich solide gemacht. Und ja, ein bisschen schade finde ich es halt, dass die Tapete mit diesem Steinmuster halt nicht komplett sauber verlegt wurde, denn man sieht halt wirklich auch den Cut zwischen den einzelnen Tapetenbahnen, sodass dadurch halt ja keine wirkliche Steinwand zum Tragen kommt, keine saubere Steinwand, diese Illusion einer Steinwand und schade. So rundherum ein sehr cooles Setup, wie ich finde und deswegen habe ich auch hier im Grunde nichts dran auszusetzen. Wir haben auch hier Deko-Elemente, Beleuchtung, Kabelmanagement und im Grunde also ein sehr schönes Setup, wenn halt wie gesagt die Wand nicht wäre, das ist halt so ein kleiner Kritikpunkt, aber wie gesagt ein cooles Setup und damit machen wir weiter mit dem nächsten Setup und das ist das von Gregor. So, das nächste Setup ist das von Gregor Onk. Ja gut, ich weiß, der war jetzt flach, aber trotzdem wollte ich den einfach mal bringen. Es ist nicht das Setup von Gronkh, sondern von Gregor. Und es gefällt mir auf den ersten Blick mal richtig, richtig gut. Es sieht einfach krass Porno aus. Muss ich einfach so sagen. Wir sehen hier ein Dell 34 Zoll 21:9 Monitor mit Wandmontage. Wir sehen hier keinerlei Kabel. Das heißt also für mich, die Kabel sind in der Wand verlegt worden, was schon mal eine Sauarbeit ist. Aber trotzdem halt einfach für diesen extrem geilen Look dazu beiträgt und das Ganze so umsetzt. Dann sehen wir noch ein paar Lautsprecher und zwar die Audio Engine A2 Plus. Links und rechts jeweils davon noch ein paar Deko-Elemente, grüne Akzente mit reingebracht. Und dann finden wir links noch eine Art Stand, auf der befindet sich die PlayStation 4 und natürlich auch die Canon 700D. Dann sehen wir außerdem noch die Corsair K70 und Razer Abyssus von 2014 auf einem Corsair MM200 Mousepad und auf der rechten Seite dann der Custom PC, der auch hier von der gesamten Farbgestaltung wirklich super in das gesamte Setup passt. Außen auf jeden Fall, innen natürlich auch cool gemacht mit der Beleuchtung, mal etwas indirekte Beleuchtung, nicht gleich direkt. Hier ein i7 4690K zusammen mit einer GTX 760. Das Gehäuse ist übrigens das NZXT H440. Also neben das von Shane, was wir schon ein, zwei Mal gesehen haben jetzt, ist das wirklich danach dann mit das Geilste, was wir hier wirklich schon gesehen haben, meine Freunde. Bevor ich mich aber jetzt hier drin verliere in dieses Setup, machen wir weiter mit dem letzten Setup für diese Folge und das ist das von Dennis. Last but not least das Setup von Dennis und hier sehen wir eine sehr große Tischplatte, doch die ist irgendwie relativ wenig gefüllt mit Hardware. Wir sehen hier ein Samsung 28 Zoll Gerät mit UHD-Auflösung und dazu gibt es zum Beispiel noch auf der linken als der rechten Seite die Satellitenlautsprecher, das Logitech Z333 2.1 Lautsprechersystem. Außerdem sehen wir noch die CM Storm Octane Tastatur. Und ja, ansonsten sehen wir auf dem Schreibtisch erstmal nichts. Aus dem Grund machen wir direkt weiter mit dem, was wir unterhalb des Tisches sehen. Und das ist zunächst einmal etwas kabelmanagement-technisch nicht vorhanden ist, muss ich einfach mal so sagen. Also man sieht ganz klar, die Kabel führen hier von oben nach unten, von links nach rechts, von schief nach schräg.
dadurch auch verursacht, dass die ja, Stromanschlüsse direkt mittig unterhalb des Schreibtisches sind. Trotzdem könnte man hier noch ein bisschen was verbessern, meiner Ansicht nach. Man könnte zum Beispiel die gesamten Stecker in den Steckdosen umdrehen, sodass die Kabel nach oben führen, die gesamten Kabel dann unter der Tischplatte führen und dann nach unten, je nachdem, wie man das Ganze braucht. Das wäre eine Option. Und ja, die Stromverteiler natürlich irgendwo anders verstecken. Außerdem sehen wir dann noch den PC bestehend aus einem RAID Max Gehäuse, was mir persönlich jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht gefällt, aber das ist ja eine Frage des Geschmacks, was Gehäuse angeht. Aber die inneren Werte gefallen mir, und zwar eine MSI GTX 970 und in Kombination dazu der i7-5820K, was ich hier wirklich so ein bisschen schade finde. Ist halt einfach, dass du ein Mainboard hast mit Quad-Channel-Support, also Arbeitsspeicher-Quad-Channel, und dann hast du nur zwei Module verbaut. Ein Muss wäre es in meinen Augen aber auch, den Schreibtisch so ein bisschen schöner zu gestalten, ein bisschen zu füllen, dass das Ganze nicht mehr so trist als auch langweilig wirkt. Ein paar grüne Akzente mit reinzubringen, eine Beleuchtung wäre auf jeden Fall cool. Oder irgendwas anderes, was dir gefällt, was du dekotechnisch umsetzen kannst. Also Dennis, lass deiner Kreativität einfach mal freien Lauf. Und ja, zum Kabelmanagement hatte ich mich geäußert. Beleuchtung ist auch hier immer eine Frage des Geschmacks, ob es jemandem gefällt oder nicht. Ich habe mich heute irgendwie mal dazu entschieden, hier ein bisschen Grün mit reinzubringen anstelle des Blau. Und ja, damit sind wir durch für diese Folge 35 von TechBitte. Ja, an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle diejenigen, die jetzt neu sind, die mich quasi durch das Video mit JP Performance hier gefunden haben. Und vielen Dank für das geile Feedback zu diesem Video, war auf jeden Fall richtig geil. Eines der besten Videos auf meinem Kanal, zumindest was die Aufrufe angeht. Und ja, willkommen auf jeden Fall an alle diejenigen, die jetzt hier neu sind. Wenn ihr jetzt hier einen JP 2.0, 2.1, wie auch immer, vermutet oder haben wollt, dann seid ihr leider falsch. Ich habe mir meine eigene Art und Weise doch angewöhnt, sag ich mal, wie man hier diesen Kanal führen sollte. Also ich führe den Kanal so, wie ich es will, wie es mir gefällt und nicht, wie es irgendwer von mir verlangt. Ich verstelle mich für niemanden, muss ich an dieser Stelle mal ganz klar so sagen. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Nein. Wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht zu sehr aufgefallen, dass ich auch so ein bisschen angeschlagen bin. Meine Stimme verlässt mich gerade, deswegen verlasse ich das euch jetzt hier oder ich verlasse euch jetzt hier. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das steht in den Startlöchern. Und dann bis neulich. Ciao. Ah, fuck, ey.